Willkommen zurück bei No Man's Sky. Ich habe jetzt nochmal vier weitere Mods installiert. Und zwar einmal die Mod, dass die Kosten für das Starten reduziert wird. Gleichzeitig wird wohl auch noch die werden wohl auch noch die Kosten für den Hyperdrive reduziert. Mal schauen, wie wenig das dann ist. Dann hatte ich noch eine Mod installiert, dass wir auch bei den Heilpflanzen jetzt speichern können unterwegs. Denn ich habe auch eine Mod installiert, das wäre dann Nummer 3, die ganzen Stationen und so weiter, also die ganzen Gebäude, die man hier so findet auf dem Planeten, verringert. Es ist ja so, dass man alle paar Meter findet man irgendwo eine Station, eine Basis oder sowas. Das habe ich jetzt mal um die Hälfte reduziert. Man kann das noch weiter reduzieren, aber ich habe jetzt erstmal um die Hälfte reduziert. So. Ach, guck mal hier. Plus noch auf 43%. Und dann noch eine andere Mod, die nochmal Better Planets heißt. Weiß ich nicht, was die jetzt nochmal besser macht. Schauen wir einfach mal. Wir müssen jetzt eh in ein neues System. Und in dem System haben wir alles abgefrühstückt. Und dann schauen wir mal, wie wir zum schwarzen Loch kommen. Richtung schwarzes Loch. Da müssten wir dahin. 5 Planeten, ein Mond. Oh. Na dann los, wa? Bin ich ja mal gespannt. Ich würde mir direkt mal den Mond raussuchen, wenn es genehm ist. Oder heben wir uns auf? Ne, komm, wir machen direkt den Mond. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch überlegt, gibt ja auch die Mod, die die ganzen Sachen größer macht. Also die Pflanzen und Büsche und Sträucher und hast du nicht gesehen, halt die Flora Fauna macht. Gibt auch eine Mod, die Tiere größer macht. Oh. Halt nicht so schnell. Ah. Huch. Ah, lass uns abhauen. Und es gibt da jetzt noch. Ach, da hinten, das müsste der Mond sein. Das wäre super. Oder der Kleine da hinten? Mensch, jetzt geh doch mal weg hier. Schwarze Balken. Genau. Okay. Jo. Dann düsen wir mal dahin, zu dem Mond. Super. Jedenfalls gibt es ja die Mod, die alles größer macht. Und es gibt da jetzt noch eine andere Version von, die ist nur um die Hälfte vergrößert. Statt der ursprünglichen Mod. Mal schauen. Erstmal gucken, was die ganzen Mods jetzt hier ausmachen, die ich noch drin habe. Ja, zum Mond bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Sieht zumindest sehr, sehr klein aus. Ja, ich glaube, hier hat es auch recht wenig verbraucht, ne? Ach scheiße, jetzt habe ich den Kohlenstoff verbraucht. Das ist egal. Sogar noch so ein paar kleine Sachen halt. Ein paar kleine Sachen dabei, die wir mal verkaufen können. Okay, gut zu wissen, dass Atlas-Pässe anscheinend nicht verbraucht werden, nach wie vor. Halt. So. Sind wir bald da? Ja. 19 Sekunden nur noch. Gab wohl jetzt auch nochmal, ich habe es zumindest nicht aktiv mitbekommen, dass ein Patch runtergeladen wurde für No Man's Sky. Allerdings für die Konsolen gab es wohl jetzt schon einen knapp 800 MB groß, der viele Sachen nochmal verbessert hat. Mal schauen, ob der noch für den PC kommt diese Woche. Und es werden auch, wir hatten doch mal das Problem, dass wir die 15 Kreaturen nicht einlösen konnten, die wir mal gefunden hatten auf einem Planeten. Das geht jetzt wohl. Das war wohl ein bekannter Bug bei Hello Games. So. Jedenfalls werden jetzt wohl auch dann, also wenn denn der Patch auch jetzt für PC dann bald kommt, ich denke mal heute oder morgen kommt er vielleicht, wenn er jetzt schon für die Konsolen kam. Na, dann packen wir uns direkt mal hier hin. Sieht gar nicht so mondmäßig aus, ne? Hat wohl doch eine Atmosphäre. Radioaktivität, normal. Was ist denn Flora abundant? Abundant. Ab und an? Oder ist abundant ein anderes Wort? Also ab und an kenne ich, abundant kenne ich nicht. Oh, das sieht hübsch aus. Passt unser hässliches pinkes Raumschiff hier auch in die Flora rein. Scan nochmal.
gibt sogar 10 Tiere hier. Okay, gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist aber dafür mal ein sehr schöner Ausblick. Fuck. Irgendwo ein Tier? Nö. Überhaupt nichts. Doch, da hinten wird mir was angezeigt. Dann lass das mal in die Richtung gehen. Oh Gott, das sieht aber nett aus. So radioaktiv ist es hier gar nicht. Gerade mal 6. Sieht auch aus wie so ein großer Pilz, der mir sowas zu Leibe tun möchte. So ein paar große Stacheln dran. Ah, da rechts war ein Tier. Aha. Wasser, da guckt mal einer an. Alpha, furchtsam. 11, es sind sogar 11 Kreaturen. Nicht plus 10. Also 11 Spezies. Okay, im Wasser steigt die Radioaktivität aber bloß auf 9. Okay, da hinten merken wir etwas. Also das dürfte jetzt deutlich seltener auftauchen. Diese Fragezeichen. Guck mal, da qualmt sogar raus da hinten. Oh. Na, wer bist du denn? Temperament grausam. Oh. Ich glaube, dann legen wir uns vielleicht besser nicht mit dem an. Da hat er mich schon mitbekommen. Nichts wie weg. Schöne Stimmung hier, gerade jetzt auch, weil gerade Nacht geworden ist. Gefällt mir das sehr gut. So ein bisschen Wasser. Oh. Da ist aber noch ein großer Fisch. Das wäre dann Wasserlebewesen Nummer 2. Der ist wohl böse. Oh, scheiße, ja. Dann legen wir uns mit denen lieber mal nicht an, ne? Ach, guck mal, da hinten noch mehr Wasser. Kann ich die noch scannen? Ja. 4 von 11. Okay, das waren jetzt schon mal 3 Wasserlebewesen. Mehr hatte ich, glaube ich, auch noch nie gefunden auf einem Planeten. Was haben wir denn da hinten? Vielleicht hier mal wieder Gold? Oder Emerald? Oder... Ja. Halt. Nichts vergessen. Jeden noch so kleinen Klumpen einsacken.
Ach so, hier ist bloß ein galaktischer Markt. Sieht aber echt toll aus hier mit den rauchenden Schloten. Gehen wir direkt mal ran und verkaufen die paar Sachen, die wir hier noch dabei haben. So, vielen Dank. Und einmal speichern, bitte. Die O-Tip einöde. So, weiter geht's. Gibt auch noch eine Mod, da hatte ich auch überlegt. Könnte man jetzt machen, vielleicht, weil die Basen ja deutlich weniger jetzt auftauchen. Oh, Zink bräuchten wir mal. Plutonium auch. Nehmen wir direkt mal was mit. Ach, guck mal, da oben wäre noch so eine Station. Huch. Das hängt? Nein. Okay, geht weiter. Es gibt noch eine Mod, dass es mehr von diesen... Na, das sind nicht diese Landing-Pads, wo man das Raumschiff rufen kann. Lass mich in Ruhe. Sondern diese anderen runden kleinen Dinger, wo ich dann auch mit einem Überbrückungschip die das Raumschiff wieder rufen kann. Dass die halt häufiger vorkommt, ganz einfach. Oh, 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 aggressiv. Die aber merkwürdig aus. Die sind eine Wurst. Ja, ist aggressiv. 5 von 11. Lass mich bitte in Ruhe. Ist eigentlich alles aggressiv bisher, ne? Kann das sein? Außer die ersten Fische. Hau ab. Gerade das erste Mal, dass ich sehe, dass sich der Sternhimmel bewegt. Zwar sehr ruckartig. Ach, guck mal, da ist noch ein Planet. Okay, jetzt geht er flüssig nach oben. Also die Drehung des Planeten, des Mondes sieht man. Ist mir noch nie aufgefallen bisher. Natürlich wäre es richtig, wenn sich die Planeten drehen würden. Aber ich glaube, hier ist es einfach so, dass die Planeten stillstehen und tatsächlich die Sonne um alles andere kreist. Ist das möglich? Das kommt mir nicht so vor, dass die Planeten sich drehen, sondern eher der Hintergrund samt Sternenhimmel. Und da ist halt irgendwo dann auch die Sonne dran gepappt. Würde ich ja ganz gern hin. Oh, eine Höhle. Na komm, wir gehen mal dahin. Ach nee, das ist bloß ein Durchgang. Gar keine Höhle. Aber eventuell... Halt, nicht runter. Könnte ich die nochmal scannen? Ja, die hatten wir noch nicht. Gehen die auch? Ja. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. So kleine Pilze. Eigentlich eine Mod, mit der man die Drohnen deaktivieren kann, dass man nie irgendwo eine Drohne sieht. Also mir geht es nicht darum, dass die mich in der Beziehung stören, dass sie mir das Leben zur Hölle machen, sondern einfach... Okay, storytechnisch ist es begründet, warum es sie gibt. Aber so ein bisschen... Manchmal stören die dann schon, ne? Wenn du dann so durch eine einsame Einöde wie hier streifst und auf einmal... fliegt so ein Ding an dir vorbei, dann denke ich mir auch, na toll. Hat sie jetzt ein bisschen versaut. Okay, jetzt müssen wir erstmal da hoch und ich mache ja mal Licht an. So. Geschafft. Oh, schöner Ausblick. Oh, ist das geil. Super.
Illimor-Enklave. Ah, Gott sei Dank, wir können da auch rein. Nanu? Das sieht aber nicht nach Valkyrien aus, oder? Hallo? Keiner da, na gut. Multiwerkzeugtechnologie? Nein. Bergbaustrahl. Ach, verarsch mich nicht. Ist natürlich bereits bekannt. Bisschen Geld mitnehmen. Ja, das können wir immer ganz gut gebrauchen. 1200 Units. Hatte ich? Ja. So. Das Observatorium wurde vor langer Zeit von seinem Aufseher verlassen. Dicke Staubschichten erzählen von jahrelanger Vernachlässigung. Doch die Systeme sind noch online und scannen den Himmel so wachsam wie eh und je. Das Signal einer weit entfernten fremden Welt leuchtet auf dem Monitor auf. Um seine Herkunft zu bestimmen, muss ich nur die richtige Antwort eingeben. 210-9210. So. Geschafft, der neue Ort wird mir offenbart. Unser Raumschiff muss eine ganze Weile weg sein. Da hinten hin. Nee. Können wir mit dem Raumschiff mal anfliegen, wenn wir das irgendwo mal nachholen können. Können wir mal eben schauen, wo ist es? Da hinten ist das Raumschiff. Ach Gott, bloß 4 Minuten. Hätte mehr gedacht, jetzt wird sich auch gerade Tag. Das ist aber sehr, sehr nett. Da drüben können wir auch nochmal rein. Wir speichern erstmal. Also ich bin in die Patch Notes nicht ganz hundertprozentig durchgegangen, habe bloß von vielen Fixes gelesen und Performance-Verbesserungen, gerade auch für nicht ganz so gute Prozessoren, dass es da wohl besser läuft. Also ich habe jetzt seit einiger Zeit schon überhaupt keine Probleme mehr mit der Performance, muss ich dazu sagen. Läuft sehr, sehr gut mittlerweile. Granatenantrieb Tau bereits bekannt, na wer hätte das denn gedacht? Hier ist nochmal. Ein Relais, Birskuida Relais. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, 720, ne? Notrufkoordinaten lokalisieren. Ach, bei den Korvax ist gestiegen. Das hier ist Korvax-Territorium oder was? Da hinten. Abgestürztes Schiff. Hey, das ist ja super. Da machen wir uns da mal auf den Weg hin. Ah, frische, radioaktiv verseuchte Luft am Morgen. Boah. Sieht aber... Oh Gott, das... Grauen eines jeden Gamers, Sonnenlicht. Oh. Gut, da gehen wir jetzt teilweise ein Stückchen zurück Richtung Raumschiff. Oh, guck mal, hey, das ist doch herrlich, oder? Schön. Wunderschön. Ja, ich guck mir das jetzt mal so ein paar Folgen lang. Halt, 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 halt. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein Flugsaurier. Flugspezies. Was dich erkennen wir noch nicht. So, Strahlungsschutz nehmen ab und wir gehen hier einfach mal unten durch den. Hopp, durch den kleinen Tunnel durch. Ne, geht nicht zu scannen, okay. Vielleicht finden wir nochmal Emeril. Huhu, da ist sie schon. Minus 18 Grad. Ah, super. Ich glaube, dieses Better Planets macht auch so ein bisschen was hier beim Planeten aus. Also es gibt schon
Komm, scan das Ding mal. Gibt schon viele verschiedene Sachen, die ich finde hier. Ach verdammt, ich sehe gerade, die Folge wäre eigentlich schon so gut wie vorbei. Ja, ja, aber wir gehen mal noch zum Raumschiff. Das möchte ich euch heute nicht vorenthalten, wie das aussieht. Und da sind wieder ein paar Fischchen mit dem Kopf im Sand. Hier vor uns. Hallo. Das sind die Rochen, die wir zu Anfang gefunden haben. Oh, hier noch andere. Ach genau, gibt es eigentlich auch gegen Radioaktivität was? Ja, hier Strahlungsdefense. Ne, wie heißt das? Strahlungsdeflektor. Kommt doch selber raus. Strahlungsdeflektor Tau? Sigma Tau ist besser, ne? Was bräuchten wir denn dafür? Halt. Ah, mikrodichtes Gewebe? Okay, das kriegen wir wahrscheinlich hin. 100 mal Kohlenstoff. Mikrodichtes Gewebe. Das kriegen wir hin. Baue ich jetzt mal. Also 100 mal Kohlenstoff irgendwie. Lass mich mal hier einen kleinen Überblick holen. Mal gucken, ob noch irgendwo ein paar Tiere zu finden sind. Ja. Oh. Ein doppelschwänziger Hirsch. Okay. Knapp. Also ich glaube 275.000 gibt es dafür, wenn wir hier alle 11 Spezies finden. Oh, das ist ja noch der Kleine. Waren die ängstlich oder passiv? Okay, auch gut. Übers Wasser. Mahlzeit. 30 Eisen braucht der. Oh, kann sein, dass man mal wieder Eisen. Ja, noch ein bisschen Eisen können wir ruhig mal irgendwo mitnehmen. Und Zink. Gibt's hier gar nicht. Kann das sein, dass hier kein Zink gibt? Ah. Ah. Hat er was gefunden? Eine Substanz. Emeril. Zweimal. Herzlichsten Dank. Hey, schön. Oh, Nanu. Was zur Hölle? Ah, ja. Okay, eine neue Spezies. Ach, da oben noch eine. Oh Gott, oh nee, was sind das? Fliegende Quallen, Skorpit, Stachel, Dings. Weiß ich nicht. Die sehen ganz lustig aus hier. Bleib mal hier. Ah, okay. Ja gut, der braucht jetzt Kohlenstoff. Ist egal. Da hinten sind noch neue. Komm ich gerade so nicht hin. Wenn es so weitergeht, kommen wir heute nicht mehr zum Raumschiff. Ist egal. Ich ziehe das jetzt durch, bis wir beim Raumschiff sind. Du bist aber friedlich, ja? Findest du was für mich? Komm schon, Radnox. Ich hätte gern nochmal... Ja! Oh, super. Ja, fein gemacht. Ah, Titan. Danke sehr. Boah. Seht ihr das da hinten? Das große Tier? Dürfte auch wieder eine neue Spezies sein. Das ist aber wieder groß. 5,63 Meter. Größte Spezies bisher, die wir gefunden haben. Alter. Beine. Die Füße. Also die Tatzen, Krallen, was auch immer. Aggressiv bist du aber nicht, nee. Ruhig. Typ orthogonal. Ich
Was ist denn orthogonal? Da ist so ein Babytier. Schade. Schön. Also macht schon was her, der Mond, muss ich mal sagen. Nach kleiner anfänglicher Skepsis, weil hier doch so viel Atmosphäre drauf zu finden ist, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so entwickelt. Ja, ist doch mal eine schöne Überraschung. Fehlen noch zwei Spezies, dann hätten wir das schon. Oh, hier, guck mal, ich muss mal dringend... Ja, Titan und oder Zink brauchen wir. Ich will bloß mal gucken, was das hier vorm ist. Ist das Gold? Gold. Jo, das ist Gold. So, da hinten, ich sehe schon leicht das Raumschiff. Das abgestürzte. Also wenn wir, das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir keinen Zink finden. Endzink. Oh, also von weitem. Ja. Von weitem Daumen hoch, würde ich sagen. Für das Raumschiff. Mal schauen, wenn wir jetzt hier näher dran sind. Komm schon, wuchte dich ja noch hoch. Ja. Oh, das sieht aber geil aus. Zumindest von hinten, von der Seite. Das gefällt mir. Okay, ist ein bisschen ramponiert, gebe ich zu, aber es macht keinen schlechten, oder? Okay, das sieht echt gut aus. Gut, da wir jetzt beim Raumschiff angekommen sind und das heute noch gesehen haben, mache ich jetzt hier Feierabend und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal, dann sehen wir auch, was das Schiffchen drauf hat. Ciao.